Hallöchen und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum zweiten Teil meiner angefangenen Reihen. Ich habe insgesamt 45 begonnene Reihen in meinem Regal gefunden, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und heute geht es weiter mit den Autoren von E bis L. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mal zur Erinnerung vorweg, ich habe ganz grob nach Autorennachnamen sortiert. Es kann sein, dass da nicht alles korrekt ist und mal ein bisschen was sich verändert hat, aber ganz grob könnt ihr euch daran orientieren. Das erste Video ist bereits online gegangen, ich verlinke euch das unten in der Infobox einmal, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Außerdem habe ich alle meine Reihen auch auf meinem Blog aufgeführt. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Infobox. Da könnt ihr euch die alle schon mal angucken. Und auch meine beendeten Reihen findet ihr da. Aber keine Angst, da kommt auch nochmal ein Video. Jetzt habe ich 15 erste Bände vor mir, die die Reihen, die ich begonnen habe, symbolisieren. Denn ich habe mindestens den ersten Band bereits gelesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und zwar starten wir mit einer Reihe, die ich erst vor kurzem begonnen habe. Und zwar mit Taberna Libraria von Dana S. Elliott. Es handelt sich bei diesem Namen um ein Synonym oder Anonym oder Synonym. Ich glaube, ja, Synonym für zwei Autorinnen. Und ich habe dieses Buch in der Drömer-Knauer-Vorschau gefunden und war direkt begeistert. Und habe es auch als Rezensionsexemplar bekommen. Das bedeutet allerdings, dass ich, naja, eine weitere Reihe begonnen habe. Es hat mir aber sehr gut gefallen. Der zweite Band ist auch bereits da und der dritte Band wird allerdings erst 2018 erscheinen. Also habe ich noch ein ganz bisschen Zeit. Ebenfalls zur kurzen Erinnerung, ich werde euch nicht, weil es dann die Zeit spart, ich werde euch nicht den Klappentext vorlesen, die Inhaltsangabe. Ihr könnt aber unten in der Infobox zu allen Büchern, die ich euch heute vorstelle, also zu allen ersten Bänden, könnt ihr in der Infobox den Link finden. Da wiederum findet ihr dann auf der Internetseite natürlich den Klappentext. Das heißt, wenn euch ein Buch irgendwie besonders anfixt oder so, dann könnt ihr gerne mal unten auf den Link klicken und euch einfach mal durchlesen, worum es geht. Die nächste Reihe hat ein wunderschönes Cover. Und zwar geht es um die Reihe von Kate Harrison, Soul Beach. Der erste Band hier ist Frostiges Paradies. Und ist das nicht ein schönes Cover? Ich finde das Cover so wunderschön. Und ich weiß, dass es eine Trilogie ist. Da ist noch ein zweiter Band und ein dritter Band hinterhergekommen. Der erste Band hat mir auch ganz gut gefallen. Und guckt euch dieses tolle Cover an. Ich finde das super genial. Ich finde das richtig hübsch. Ich weiß nur leider nicht mehr so richtig, worum es ging. Also so ein bisschen ja, aber ich muss mich da erst nochmal wieder ein bisschen reinlesen, um herauszufinden, worum es ging. Ich habe den zweiten oder den dritten Band auch noch nicht bei mir zu Hause. Also wird es wohl noch ein bisschen dauern. Aber ich plane die Reihe auf jeden Fall zu beenden. Weiter geht es ebenfalls mit einer Reihe, die ich erst am Ende des letzten Jahres habe ich sie begonnen und es ist so ein dicker Schinken. Und zwar ist die Rede von Markus Heitz mit Vedora. Es ist erst mein zweites Buch, das ich von Markus Heitz gelesen habe und es ist tatsächlich High Fantasy und High Fantasy lese ich recht selten. Aber bei Markus Heitz hat es mir tatsächlich ganz gut zugesagt und hat mir gefallen und ich weiß, dass da jetzt das eine Reihe wird. Also das wird ein zweiter Band bald rauskommen und möglicherweise kommt dann auch noch ein dritter hinterher. Sollte man meinen. Und ich plane tatsächlich die Reihe weiterzulesen, weil mir der erste Band doch recht gut gefallen hat und ich Markus Heitz einfach sehr, sehr, sehr sympathisch finde. Und ja, wenn ich schon nicht gerne High Fantasy lese, dann aber wenigstens von ihm. Nun folgt ein erster Band, den ich vor einer gefühlten Ewigkeit gelesen habe. Tata Holloway mit nicht schon wieder ein Vampir. Ja, wir hatten mal einen Vampir-Hype und ja, ich habe Vampirromane gelesen und Lux hat einfach unheimlich super tolle, sarkastische, humorvolle Bücher, die ich einfach super gerne lese. Also ich liebe dieses Humorvolle und bei Lux bin ich da einfach an der richtigen Adresse gewesen. Das ist der erste Band einer Reihe, hahaha, sonst wäre er nicht hier. Ich habe Band 2 und Band 3 auch bereits gelesen. Ich weiß aber, dass es noch mindestens einen vierten Band gibt. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, aber es gibt mindestens einen vierten Band, eventuell einen fünften. Und den möchte ich dann natürlich auch noch lesen. Ich habe auch eine grobe Erinnerung daran, zumindest an die Charaktere, die mitgemischt haben. Die Handlung hoffe ich, dass sie sich dann wieder ergibt oder so. Aber es ist eine Reihe, die ich bald beenden möchte.
Und weiter geht es mit einem ersten Band, wo ich tatsächlich überhaupt keinen Überblick habe, ob der zweite Band bereits erschienen ist. Also er ist garantiert bereits erschienen, wenn es ihn denn gibt. Aber ich weiß nicht wo und wann und ob es einen dritten gibt. Die Rede ist von Serafina und zwar Das Königreich der Drachen von Rachel Hartman. Das ist der erste Band und ich weiß, dass es zumindest einen zweiten gibt. Einen dritten, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr schlauer seid als ich, schreibt es mir gerne in die Kommentare und klärt mich auf. Ich weiß nur, dass mir der erste Band eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich habe ihn damals als Leseexemplar zugeschickt gekriegt, wie hier so schön draufsteht. Sonst hätte ich mich da nicht mehr dran erinnert. Und er hat mir gefallen und die Reihe möchte ich eigentlich ganz gerne fortführen. Aber, ja, also Drachen sind ja eigentlich ganz cool. Gefallen mir auch ganz gut. Ich weiß noch nicht, wann ich sie beenden werde. Ich denke mal, es wird ein bisschen dauern. Ich kann ja auch nicht alle Reihen gleichzeitig beenden. Wisst ihr, was auch mal innen war? Elfen. Ja, Elfen waren mal innen und ich habe Elfen gelesen. Und zwar mit diesem tollen, wunderschönen Cover. Hier, Flüsterndes Gold von Carrie Jones. Und ich habe auch das Buch danach, Finsteres Gold, bereits gelesen. Und es gibt aber noch einen dritten Band und eventuell einen vierten. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber zumindest einen dritten Band gibt es. Und den möchte ich eigentlich auch noch mal lesen, weil dann ist die Reihe beendet. Und ja, es ist ein Elfenbuch so. Und ich habe nicht viel Elfen gelesen, also ganz, ganz wenig tatsächlich nur. Aber dieser war eigentlich gar nicht schlecht. Und ich glaube, möglicherweise gab es sogar einen Werwolf da drinnen. Und Werwölfe lese ich ja sehr gerne. Also von daher ist das auf jeden Fall definitiv eine Reihe, die ich beenden möchte. Allerdings habe ich halt tatsächlich keine Ahnung, worum es ging. Drachen! Und noch mehr Drachen! Und zwar Firelight! Sophie Jordan! Ich habe diesen ersten Band geliebt. Ich habe ihn kurz nachdem er erschienen ist tatsächlich direkt gelesen. Und er war so wundervoll. Das Problem, das viele von uns kennen, ist dann einfach, dass der zweite Band noch nicht draußen war. Dann war der zweite Band irgendwann draußen und ich habe ihn gelesen, da war der dritte Band noch nicht draußen. Jetzt ist der dritte Band schon eine ganze Weile draußen und die Reihe verstaubt bei mir einfach, weil ich den dritten Band noch nicht gelesen habe. Ich besitze ihn auch noch gar nicht. Ich musste gerade mal nachgucken, aber nein, ich besitze ihn noch nicht. Allerdings glaube ich gerade, wenn ich ihn besitzen würde, dann würde ich recht schnell weiterlesen. Weil ich diese Reihe gut finde. Also es ist mit Drachen, es ist eine tolle Art, eine tolle Geschichte gewesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich den dritten Band besitzen würde, dann würde ich ihn lesen direkt, so denke ich. Aber ich besitze ihn leider noch nicht. Und ich befürchte, irgendwann muss ich ihn als Taschenbuch kaufen. Oh mein Gott! Weiter geht es mit einer Duologie, wo ich beinahe tatsächlich vor kurzem den zweiten Band gekauft hätte. Julia für immer. Von Stacey J. aus dem Ink Verlag. Das ist so eine süße Geschichte gewesen. Und sie baut natürlich auf Romeo und Julia. Witzigerweise ist der erste Band Julia für immer und der zweite heißt Romeo für immer. Aber es geht einfach darum, dass diese Geschichte aufgeklärt wird und was eigentlich wirklich geschah und so weiter. Beziehungsweise die beiden kommen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube die beiden kamen in die heutige Zeit zurück. Auf jeden Fall gibt es dann noch den Romeo für immer Teil und den möchte ich natürlich auch noch lesen, weil in diesem Band hat man erfahren, was mit Julia geschehen ist und im zweiten Band wird man erfahren, was mit Romeo geschehen wird. Und ich möchte das unbedingt wissen, weil das so eine süße Geschichte war und echt schön erzählt. Und ja, ich brauche nur noch den zweiten Band und dann will ich demnächst mal weiterlesen. Bei so vielen Reihen, die ich auf jeden Fall beenden möchte, gibt es natürlich auch ein paar Reihen, die ich nicht unbedingt beenden möchte und dazu zählt dann wohl auch Shades of Grey. Ich habe den ersten Band hier geschenkt bekommen und dachte mir dann so, Mensch, da zerreißen sich alle das Maul drüber, also musst du ja mal gucken, worum es überhaupt geht. So, und ob es wirklich so maulzerreißungsmäßig ein Buch ist so, ne? Also man muss ja mitreden können, so. Oder ich wollte mitreden können und nicht einfach so irgendwas daher sagen. Ja, jetzt ist die Sache, ich zerreiße mir nicht das Maul drüber. Ich habe tatsächlich eine etwas andere Meinung, aber es hat mich jetzt tatsächlich auch nicht so gepackt, dass ich unbedingt Band 2 und Band 3 noch lesen möchte. Sollte mir das irgendwann mal zufällig jemand schenken wollen, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt Nein sagen. Dann würde ich es vielleicht doch irgendwann nochmal zu Ende lesen, ja. Aber jetzt so aus dem Stegreif würde ich sagen, ich werde mir die Bände nicht mehr zulegen und die Reihe auch erstmal nicht unbedingt beenden. Also zumindest steht es nicht ganz oben auf meiner Priorität. Ich habe es trotzdem nicht aussortiert aus meinen begonnenen Reihen, weil ich es halt nicht komplett abgeschlossen habe. Ja, da wird sich einfach zeigen, was damit passiert.
Und wieder habe ich ein Buch aus dem Lux Verlag, Ein Succubus in Lyrten. Das ist mal eine etwas andere Fantasy-Figur. Und das ist von Jackie Kessler. Den zweiten Band habe ich ebenfalls gelesen, aber es gibt einen dritten Band. Ich weiß gerade nicht, ob es auch einen vierten gibt, aber es gibt auf jeden Fall einen dritten Band und den habe ich halt noch nicht gelesen. Das heißt, die Reihe ist für mich noch nicht offiziell beendet. Es gibt einen dritten Band aus dem Lux Verlag und der will irgendwann noch beendet werden. Es ist halt, naja, Succubus ist weder Vampir noch Werwolf, ist aber aus der Fantasy-Welt und von daher mal ganz schön, so ein bisschen Abwechslung und halt auch kein Engel, kein Schnulz, sondern halt mal aus der Hölle und nicht aus dem Himmel. Von daher eigentlich eine ganz schöne Reihe, die so ein bisschen Abwechslung bietet und ja, mal gucken. Irgendwann werde ich sie vielleicht nochmal beenden. Wo es gerade um die Hölle ging, jetzt geht's um den Himmel. Und zwar mit Engelsnacht von Lauren Kay. Das ist ein Buch, das übrigens bald verfilmt wird, Leute. Ne? Das wird bald verfilmt und ich bin schon mega gespannt darauf. Oder ist das eine Serie? Nein, ich glaube, es ist tatsächlich ein Buch. Ein Film. Ja, das ist ein Buch. Ich habe auch den zweiten Band bereits gelesen, aber den dritten noch nicht. Und wieder mal weiß ich gerade nicht, ob es einen vierten gibt, aber ich habe auf jeden Fall die Reihe noch nicht beendet. Ja, wobei hier steht, es ist auch was für die Leute von House of Night, ne? Also, ich weiß, dass sie mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat und ich bin auf jeden Fall gespannt, denn ich möchte eigentlich, bevor ich in den Film gehe oder in die Serie, möchte ich herausfinden, wie diese Reihe endet und deswegen müsste ich das eigentlich demnächst irgendwann mal beenden. Eine etwas andere Reihe ist die Rebellion der Maddie Freeman von Katie Kagwinski und zwar geht es in die Zukunft. Es handelt sich ebenfalls wieder um eine Duologie und ich habe den zweiten Band tatsächlich auch schon seit einiger Zeit wohlgemerkt auf meinem Sub. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht mehr so unbedingt ganz genau, worum es ging. Ich weiß noch, dass es eine rebellierende Dame, ein rebellierendes Mädchen in der Zukunft ist, die nicht so ganz damit zufrieden ist, wie das mit der virtuellen Realität und blablabla alles so abläuft und eigentlich mehr so ein bisschen auf dem Teppich geblieben ist und zurück in unsere heutige Gegenwart möchte, so ein bisschen von den Angewohnheiten her, sag ich mal. Und ich weiß leider nicht mehr, wie das Buch geendet hat, aber ich habe da vorne schon den zweiten Band stehen. Deshalb hoffe ich, dass ich da bald dazu komme, die Reihe zu beenden. So, das nächste Buch habe ich tatsächlich gerade nicht im Regal stehen, weil ich es an einen meiner Geschwister verliehen habe. Und ich glaube, es ist mein Bruder und ich habe ein bisschen Angst, dass mein Bruder nicht so gut damit umgeht. Aber die Rede ist von dem ersten Skullduggery Pleasant Teil. Ich blende ihn euch hier oben einmal ein. Von Derek Landy. Die Reihe habe ich tatsächlich schon etwas länger in meinem Blickfeld gehabt, aber habe mich halt nie dran getraut. Es hat so lange gedauert und es ist halt so eine Monsterreihe und ja, traut euch da mal erstmal ran, wenn ihr wisst, da kommt 10 Bände hinterher. Auf jeden Fall habe ich den ersten Band gelesen und habe festgestellt, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt ganz was für meine Altersklasse ist. Deswegen bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es weiterlesen möchte. Der Schreibstil gefällt mir unheimlich gut. Auch die Geschichte finde ich echt total cool eigentlich mit dem Skelett als Detektiv. Aber ich weiß halt nicht, ob es so von der Story an sich her, was für mich ist. Ob das nicht einfach doch was für ein bisschen jüngere Leute ist, wobei eine Freundin von mir auch die gesamte Reihe total liebt und auch heute immer noch die neuen Bände liest, aber sie hat halt auch schon früher mit der Reihe angefangen und ist nicht erst später eingestiegen. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob ich die Reihe fortführen werde. Aber schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da eine Meinung zu habt. Und jetzt kommen wir zu einem ersten Band, der mir von einer Autorin zugeschickt worden ist und der im Eigenverlag erschienen ist. Ich lese tatsächlich nicht gerne Eigenverlagsbücher, weil ich da tatsächlich etwas voreingenommen bin und es einfach so viele Bücher gibt, dass ich da tatsächlich nicht gut aussortieren kann, deshalb vorher so. Aber dieses Buch hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und es geht um Falaisia, Fremde Welt von Ina Linger. Und hier handelt es sich um den ersten Band Algrisia und der hat mir echt gut gefallen. Ich habe ihn vor anderthalb Jahren gelesen und ich wollte eigentlich echt den zweiten und dritten und vierten, ich weiß nicht, wie viele Bände es sind, hinterherlesen. Ich bin bisher einfach noch nicht zugekommen. Aber der Plan steht auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt weiterlesen und dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Bin tatsächlich recht froh darüber, dass ich den bekommen habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie aufmerksam darauf geworden. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut darüber, dass ich das Buch lesen durfte und möchte auch auf jeden Fall weiterlesen. Ich muss nur noch herausfinden, wie ich an die Bücher komme und wann ich das dann lesen werde.
So, und damit kommen wir auch schon zu meinem letzten ersten Band und Reihenbeginn in diesem Video. Und zwar ist die Rede von Gefangen, die Mercy-Reihe von Rebecca Lim. Das ist auch schon eine ganz witzige Geschichte. Und zwar hatte meine Cousine liest im Normalfall nicht, wohlgemerkt, eine Leseprobe in der Schule mit dabei, die ich dann ganz klein heimlich unterm Tisch schon gelesen habe. Und das war die Leseprobe zu diesem Buch hier. Und daraufhin habe ich mir direkt den ersten Band gekauft, kurze Zeit später den zweiten Band, den dritten gab es damals noch nicht. Und seitdem versauert die Reihe leider auf meinem Nicht-Sub. Also ich habe den dritten Band noch gar nicht. Also den zweiten habe ich auch gelesen, der dritte ist noch nicht bei mir eingezogen, leider. Ich hätte ihn jetzt fast vor kurzem bei mir einziehen lassen können. Hat sich allerdings leider nicht ergeben. Aber es ist eigentlich eine ganz süße Geschichte, nicht zu anspruchsvoll, was eigentlich so ein bisschen was Kurzes für zwischendurch. Und ich würde sie eigentlich ganz gerne irgendwann nochmal beenden wollen. Allerdings muss ich da noch der richtige Zeitpunkt finden und die Bücher müssen auch erstmal bei mir einziehen. Aber gefallen hat sie mir auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende meines zweiten Videos zu meinen Reihenanfängen und unbeendeten Reihen, angefangenen Reihen angekommen. Es sind so unheimlich viele Bücher. Es waren jetzt schon wieder 15, die ich euch vorgestellt habe. Habt ihr eine Reihe davon gelesen oder würdet ihr eine überhaupt gar nicht anfangen wollen? Habt ihr den ersten Band gelesen und wollt sie nicht weiterlesen? Schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf eure Meinung und ich merke, dass es einfach so super viele Reihen sind, die ich unbedingt irgendwann nochmal beenden muss. Ja, das erste Video ist natürlich schon online gegangen, wenn das jetzt schon das zweite ist. Deswegen schaut hier an der Seite gerne mal vorbei, da werde ich euch das erste Video mit verlinken. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich bemühe mich, dass der dritte Teil so schnell wie möglich online geht. Um es nicht zu verpassen, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da und ihr findet in der Infobox den Links zu meinen Social Medias, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, wir lesen uns in den Kommentaren und bis zum nächsten Video.